Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es darum gehen, wie man sich von Alexa seine E-Mails vorlesen lassen kann. Es gibt einen neuen Skill dazu, deswegen jetzt dieses Skill Report Video. Wie immer, meine Bitte an euch, wenn ihr mich hier auf YouTube noch nicht abonniert habt, würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mich hier auf YouTube abonnieren würdet. Damit verpasst ihr nichts mehr. Ich bringe mehrfach die Woche alle News aus der Technik- und Smart-Home-Branche raus und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich hier auf YouTube mit einem Abo unterstützen könntet. Das Skill, um das es heute geht, ist das My Mailbox Skill. Das Skill ist natürlich wie immer kostenlos, findet ihr unter den Neuheiten oder ganz, ganz einfach natürlich im Amazon Alexa Skill Store über eure App oder über euren Browser. Könnt ihr euch das Ganze herunterladen und das My Mailbox Skill verspricht erstmal vom Hersteller aus, dass man sich damit Mails vorlesen lassen kann. Klingt ja alles unheimlich verlockend, gab ja schon einige Skill-Programmierer, die das Ganze versucht haben, die dann auch probiert haben, das Ganze etwas einfacher zu gestalten, zumindest, dass man sich die Mails von seinem iPhone oder von einem anderen Smartphone dementsprechend vorlesen lassen kann. Jetzt soll es aber angeblich unheimlich einfach gehen mit einer schlichten Verknüpfung. Alle IMAP-fähigen Mail-Anbieter und natürlich Google Mail als Standard-Mail-Anbieter werden hier unterstützt. Das heißt, jeder, der einen dieser IMAP-fähigen Mail-Anbieter hat oder ein Google Mail-Konto besitzt, kann dieses dann mit dieser My Mailbox sozusagen verknüpfen. Geht ganz einfach, einmal den Skill aktivieren, sich dann mit seiner E-Mail-Adresse einloggen, damit dann im Prinzip genehmigen, dass My Mailbox auf alle Nachrichten zugreifen kann und das ist der ganze Zauber. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr ganz, ganz einfach durch ein paar verschiedene Sprachbefehle Alexa fragen, ob man neue Mails hat. Allerdings kommt es dann auch schon zu dem einen oder anderen Schwachpunkt. Den gucken wir uns gleich an. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie das Ganze dann in der Praxis funktioniert. Alexa, frage meine Mailbox, ob ich neue Nachrichten habe. Du hast 9 ungelesene Mails, hier die neuesten 3. Vor einigen Minuten von Google mit dem Betreff Mailbox ist mit ihrem Google-Konto verbunden. Vor 4 Tagen von YouTube mit dem Betreff Household Hacker, 10 Rubbing Alcohol Life Hacks You Need to Know und weitere Videos. Vor 2 Wochen von YouTube mit dem Betreff Dein Video steht jetzt auf YouTube bereit. Ihr seht, es funktioniert wirklich prompt. Kaum ist die Mail eingerichtet, seht ihr auch an der ersten Mail, die ich jetzt hier im Prinzip bekommen habe, schon kann man wirklich unheimlich einfach dementsprechend sich die Mails vorlesen lassen. Was direkt allerdings zu Beginn auffällt, muss nicht negativ sein, ich finde es allerdings auch nicht positiv, ist, dass IMAP bzw. IMAP-fähige Google Mails hier durch dieses Skill dementsprechend nur mit den 3 aktuellsten Mails vorgelesen werden. Das heißt, es werden immer nur die 3 aktuellsten Mails von Alexa vorgelesen. Was natürlich der Nachteil ist, wenn man viele E-Mails bekommt, dann hat man immer wirklich nur die 3 aktuellsten. Also es werden hier nicht 10, 20 E-Mails vorgelesen, sondern wirklich nur die Top 3 der aktuellsten. Das nächste, was auch ein kleiner negativer Punkt ist in diesem Skill, ist, dass man wirklich immer nur die ersten 3 Betreffzeilen bekommt. Das heißt, man bekommt natürlich einen kurzen Überblick, um was geht es, lohnt es sich reinzugucken oder ist es nur Werbung, so wie jetzt hier in diesem Fall einmal dementsprechend mit der YouTube-Authentifizierung für My Mailbox. Und dann das zweite ist einfach nur ein hochgeladenes YouTube-Video, wüsste ich jetzt also als Nutzer, es lohnt sich für mich nur auf das erste zuzugreifen, das andere brauche ich mir erst gar nicht anzugucken. Allerdings, wenn man dann wirklich komplexere Mails hat und man möchte sich die komplett vorlesen lassen, geht das aktuell noch nicht. Das soll als Update rauskommen für das Skill. Ich hoffe, dass es schnell kommt, weil es wirklich unheimlich praktisch wäre. Ich hoffe auch, dass die Möglichkeit bald besteht, dass man My Mailbox dann dementsprechend so programmieren kann, dass man Push-Benachrichtigungen von Alexa bekommt. Fände es allerdings auch nervig, wenn man gerade viele Nachrichten bekommt, wenn jedes Mal Alexa etwas sagen würde, wenn man eine E-Mail bekommt. Das heißt, es müsste nur etwas abgerufen
abgerundeter sein. Aber was verbessert werden muss, ist, dass man mehr als 3 E-Mails sich vorlesen lassen kann und dass man optional die gesamte E-Mail sich vorlesen lassen kann. Ansonsten wirklich ein super einfaches, super sinnvolles und vor allen Dingen unheimlich praktisches Skill. Gerade wenn man vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist, man ist in Zeitdruck, kann man hier sich wirklich die Top 3 Mails eben schnell mal vorlesen lassen, ohne dass man ins Smartphone rein muss, und kann wirklich dann schnell selektieren, was muss ich später noch machen, kann es vielleicht direkt auf die To-Do-Liste schreiben lassen durch Alexa, und dementsprechend hat man dann Zeit gespart und es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass es dieses Skill gibt. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von diesem Skill haltet. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche, wenn ihr Anregungen habt für die nächsten Videos, gerne auch zu diesem Skill. Wie ihr das von mir gewohnt seid, präsentiere ich euch gerne alles. Schreibt mir das einmal bitte als Kommentar unten in die Kommentare rein. Dann antworte ich direkt, oder wie ihr das von mir kennt, wie gesagt, gibt es dann von mir ein gesondertes Video dazu. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr mich hier auf YouTube noch nicht abonniert habt, würde ich mich super, super freuen, wenn ihr mich hier auf YouTube durch ein Abo unterstützen könntet. Dann verpasst ihr wie immer nichts mehr. Ich präsentiere euch mehrfach die Woche alle News aus der Smart Home und Technikbranche. Und bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Technik. Freue mich aufs nächste Video mit euch. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. We'll be right back.